Ja, hallo Freunde, willkommen zurück zu Dying Light. Ich bin euer Firobo und wir haben gerade einen Jades Tod miterlebt. Wir müssen jetzt hier erledigen. Denk daran, mich ist nicht mehr zu tun. Wir haben aber sonst keine Waffen mehr oder was? Aufs Inventar soll ich gehen. Hat den Sachen abgenommen. Warum? Aua. Sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zur Dämmerung. Es ist zu spät! Wir haben auch noch eine Taschenlampe. Deine Welt ist dabei zusammenzubrechen! Du kannst das war ein cooler tun, Fight, um gerade. Es zu verhindern. Er hat uns doch getroffen, Leute. Du kannst nicht gewinnen. Warum verstehst du das nicht? Du kannst nicht gewinnen, Kollege. Aua. Alter, der ist so voller Wichser. Jawohl, den haben wir schön erwischt. Komm her, Tahir. Wo ist Reis hin? Das wirst Aua. Du niemals erfahren. Du Single Sag mir, wo er hin ist. Ach nö. Es ist nicht an dir, Reis herauszufordern. Diese Bastarde. Wenn er dich will, dann wird er dich finden. Wie ich sehe, bereiten solche Worte dir Schmerzen, Crane. Keine Sorge, die Erlösung naht. Jawohl, wir haben ein besseres Schwert bekommen. Aua. Zeit zu sterben, Kleiner. Ein Medipack wäre schön, aber wir haben keins. Da haben wir noch hier. Was haben wir hier? Auch kein Medipack oder so, ne? Nur eine Waffe. Komm her, du Drecksack. Uiuiui. Wir haben echt nichts, wir können auch nichts herstellen, ne? Weil wir nichts haben, ne? Der hat das geblockt. Ernsthaft? Nein. Nein, 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 nein. Lass uns da bloß raus. Aua. Der blockt die einfach ab. Der Dreckskerl. Oh man, erstmal ein bisschen Leben regenerieren. Haben wir ihn gekillt? Jawohl. Und was ist das? Dafür ist Jade also gestorben. Für dieses armselige Ding. Rais hat sie wohl fallen lassen, als er in Deckung gegangen ist. Oh Mist, das sind nur die Gewebeproben. Wo ist das andere Paket? Fahr zur Hölle, Crane. Rutsch, Tahir. Du siehst ja ziemlich mitgenommen aus. Von solchen Wunden erholt man sich für gewöhnlich nicht. Dann bring es zu Ende. Nein, nein. Ich sollte dich leiden lassen, so wie du es verdienst. Okay. Ja. Warum tust du es nicht? Weil man bei Typen wie dir auf Nummer sicher gehen muss. Oh Mann. Oh, noch Troy, du lebst. Hier ist Crane. Okay. Crane? Du lebst. Fantastisch. Troy, Jade. Jade ist tot. Oh nein. Das tut mir leid. Tut mir wirklich leid, Crane. Was ist passiert? Reis, zwang uns. Sie hat mein Leben gerettet. Sie starb. Für mich. Crane, du musst den Luftschlag verhindern. Jade hat sich geopfert, damit du die Mission zu Ende bringen kannst. Damit du uns alle retten kannst. Ist Zevi da? Hat er einen Weg gefunden, den Funkverkehr wiederherzustellen? Ja, hat er. Aber um den Plan umzusetzen, muss ich dir den Verstärker geben, den Savvy benutzt hat, um das Störsignal zu unterbrechen. Komm zur Sicherheitszone auf halbem Weg zu dem Funkmast, an dem du den Verstärker anbringen musst. Bin schon auf dem Weg. Ja, jetzt kann man laufen, cool. Geh nochmal hier lang. War denn hier noch was Schönes? Komm her, du Pissnäcke! Oh.
Idiot, ne? Das finde ich so toll an denen. Ja. Wo ist denn unsere V-Lampe? Das ist unsere V-Lampe. Kann man die nicht? Ach so, wir sind voll, deswegen wahrscheinlich nicht. Aha. So viel zu, ja, spring das zu dem wieder Normalzustand, sehe ich ja. Die kommen rüber, die kommen rüber. Brauchen Einwurfarten. Ich hätte gerne mal eine UV-Lampe wieder. Wieso kann ich die nicht mitnehmen? Ich darf die einfach nicht mitnehmen. Lol. Kopfgeldjäger ist neue Zerstörer. Obwohl Kopfgeldjäger aber noch nicht neu. Egal. Kann es auch nicht mitziehen, okay. Ja, wir haben, das sind neue Waffen. So, dann schauen wir mal erstmal wieder alles hier in Ordnung bringen. So, das Sturmgewehr tun wir da hin. So, doppelläufige. Hallo, Wurfhaken. Hä? Wieso kann ich mich nicht richtig ausrüsten? Na, so, so, so. 900, okay, okay. Das passt schon mal, so. Dann den ganzen Scheiß. Jetzt mal so, so. Jetzt einen Wurfhaken da rein, Molly da rein. Explosionsding da rein. Ich noch irgendwas anderes? Ja, die UV-Lampe, genau, stimmt. Da war ja was. Schwert kommt da rein. So, so. Okay, dann haben wir das jetzt wieder einigermaßen sortiert. Ich hoffe, jetzt kann ich die UV-Lampe mitnehmen. Ja, das war nicht die UV-Lampe, ups, oder? Hab ich jetzt die UV-Lampe mitgenommen oder nicht? Jawohl, ich hab sie doch mitgenommen. Endlich. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Oh Mann, oh Mann. Da sowohl Jade als auch ich mit dem Virus infiziert sind, ließ Rais uns um Antizin kämpfen. Jade überließ mir das Suppressivum und opferte ihr Leben, um meins zu retten. Ich musste sie von ihrem Leid erlösen. Rahim, Jade, dieses Schwein Rais wird dafür bezahlen. Was ist mit dem Amir? Da, ja, Amir hieß er doch, glaube ich. Der ist auch für uns draufgegangen am Anfang. Gut, der kann der Rais jetzt nichts für, aber trotzdem... 20.000 Punkte gemacht. Sieht man irgendwie fast gar nicht. Dr. Kenton, Crane hier. Hören Sie mich? Crane, ah ja, wie kommen Sie voran? Haben Sie Jade gefunden? Ja, ich habe sie gefunden. Ich habe die Gewebeproben. Sobald ich eine dringende Sache erledigt habe, bringe ich sie zu Ihnen. Gut, Crane. Vergessen Sie aber nicht, dass Eile geboten ist. Was ich vorhabe, wird uns mehr Zeit verschaffen. Bis dann. Stirb! Der Zombie. Schnetzen mich jetzt hier durch, ey. Was macht er für Jade? Mach Boom. So, wir gehen mal auf die Questcard, haben wir das. Treffen sich mit Troy, okay, da hinten. Das kleine Inventar, Entwürfe, Fertigkeitspunkte. Da haben wir die geköpft. Ich weiß es gerade nicht. So. Schon wieder Jet. So. Wir legen hier gerade alles um. Ist noch einer? Ne, aber der hat eine Waffe. Was geht mit dem Zombie hier ab, ey? Ist ja heftig. Das Schwert ist auch fast schon wieder kaputt, aber egal. Wir kämpfen uns hier durch. Bam, voll dagegen geknallt.
Oh, das tut nicht so gut. Ja, das ist gar nicht gut. Was, wer hat es auf mich abgesehen? Der lebt ja noch. Wie schön sieht es wieder? Ja, der sucht schon Suizider. Kommt doch alle her. Die Bastarde. Das ist ein Dicker. Das kommt hier nicht so, haben wir ja schon gemacht. Das ist ein Niveau. Stirbt, weil die Smänger. Noch einer. Boom. Ich glaube, oh, ich habe ihn überleben und getötet. Ah, mit dem Strom habe ich ihn getötet, glaube ich. Oh, den Teil, den ich suchen kann, habe ich runtergekickt. Auch gut. Ups, sorry. Inventar schon wieder voll, Leute. Das geht aber schnell heute. Ach, die habe ich auch noch mitgenommen. Hm, egal. Na, das schrott mir das eben halt. Da war noch was. Schrotten, zerschrotten halt nochmal was. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja nicht genug Teile oder so, ne? Ich muss in die Richtung. Uiuiui, das war knapp. Nein! Wow. Das war jetzt mega knapp. So, hier kommen wir lang. Was ist das eigentlich hier für eine Sperrzone nach so einer Zeit? Hey, ja. Okay, was war das? Oh! Hallo, Bitch. Noch einer. Wow. Hauptsache, ich bin schon einfach mal. So, komm, ich kenne ja schon alles. Die packt hier einfach mal durch. Hey, flieg! Lebt immer noch? Wieder. Ah, ich muss heute nach unten. Ach so. Ich dachte, der wäre schon richtig gewesen. Okay, ich muss heute nach unten. Komm ich hier runter? Nee, natürlich nicht. Schade. Ups. Hey, yep. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ich bin zu. Für deinen Kopf. Du machst es. Wie war's, Kollege? Wow. Es geht denn ab bei euch? Inventar voll, sieht aus wie ein Katana. Weg. Na ja, gut, war doch kein Katana, egal. Noch ein bisschen looten. Wie weit müsste denn noch laufen, ey? Ist das denn nicht? Das ist nicht der Turm, aber müssen wir rein. In den Turm hier. Hui, das tut weh. Ich brauch mal den Wurfhaken, denke ich mal, oder? Ja, ich bin Crane, aber ich bin zu hoch, wie scheint. Dann gehen wir mal runter. Ah, hier. Psst, Kumpel, hier drüben. Hier kann ich was verkaufen. Du kannst mir auch was verkaufen, das ist doch cool. Ne? Aber, nee. Pistolenmoney, Gewehrmoney, hallo? Medipacks, Kettermets, Shotgunmoney, nein.
Okay, okay. Die kann man aber schöne Sachen verkaufen, denke ich mal. Hier kann man auch nochmal ein bisschen was verkaufen. Haben wir ja genug gesammelt in der Zwischenzeit. Oh Mann. Was haben wir denn alles bekommen? Ja. Bisschen noch weiter runter. Das ist unser Versteck. Ah, haben wir auch noch einen. Taris Waffe. Ja. Ist so eine kleine Art Trophäe, aber... Ja. Die ist ziemlich scheiße. Die Bilder brauche ich nicht mehr. So. Den ganzen Scheiß können wir verkaufen. Also her damit. Komm her. Taris Waffe. Weg damit. Brauchen wir den Scheiß nicht. So. Da haben wir nämlich unser Lager wieder auf. Ups, die Panga-Machete. Die denn da drin, ey. Die Schilder, die können wir nicht verkaufen. Die sind doch nichts wert, wie man sieht. Okay. Die Anti-Göller-Waffe behalte ich erstmal. Ich würde die gerne mal ausprobieren. Aber irgendwie hat die hier keinen Schaden oder so gemacht. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Ah, finde ich ein nettes Gimmick. Vielleicht kann man dann halt irgendwas mitmachen. Deswegen behalte ich die erstmal so. Gut. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Böller. Beziehungsweise ein bisschen was zum Rumballern. Zack. Geiler finde ich, wenn die noch ein bisschen mehr, ein bisschen schneller hochgehen würden. Aber klar, die müssen erstmal Zombies anlocken. So. Wir brauchen dringend mehr Küchenkram, aber irgendwie gibt es das hier nicht. Ziemlich zu, hä? Hier oben? Ne, ich muss doch da hoch, hä? Ich bin verwirrt, wo muss ich denn hin? Benutzt die Leiter, ja. Ach da. Und? Was muss ich tun? Installiere diesen Verstärker am höchsten Punkt in der Stadt. Das erhöht unsere Chancen, das Signal durchdringen zu können. Lass mich raten. Okay. Ich muss auf den riesigen Funkmast am Stadtrand klettern. Der kürzeste Weg ist durch die Kanalisation. Oh, na klasse. Kontaktiere Savvy, sobald du wieder ans Tageslicht kommst. Er wird dir helfen. Sobald der Verstärker installiert ist, stell dein Funkgerät auf die richtige Frequenz ein, sodass dich jeder hören kann. Hoffen wir, dass es klappt. Oh Mann. Ja, klasse. Ich würde erstmal gerne noch zum Quartiermeister gehen. Dann müssen wir da hin. Wir müssen da hin, okay. Haben wir vielleicht noch Seilrutsche? Aber alle nur in die falsche Richtung. Ne, die geht ein bisschen in unsere Richtung. Jetzt nehmen wir die dann mal. Zack. Schon wieder Jets. Was ist denn hier heute los? So viele Jets unterwegs sind. So, hier lang. Dam. Ah, die Sicherheitszone. Wenn ich immer das Problem hatte, wie komme ich hier wieder raus? So, jetzt habe ich diesmal gut gelöst, finde ich. Zack, zack. One by one. Hey, komm hoch. Hallo? Ach da, es gibt schöne Fitnesspunkte. Wir brauchen sowieso noch jede Menge Fitnesspunkte. Können wir eben auf die Karte schauen, fällt mir sogar an, haben wir vielleicht irgendwie noch ein Nebenquestchen? Ne, haben wir nicht, aber okay. Hätte ja sein können, ne? Oh, ich habe unsere Tasche noch genommen. Ja, Stromkabel, cool. Also irgendwie finde ich, wenn der so hochklettert, hält er manchmal seinen Arm relativ komisch. Machen wir den alten Trick. Ups. Die Stange haben ihn geschützt. Ich glaube, der war zu weit, oder? Was war das? Was war das denn? War das, weil der Typ gegen uns gefallen ist, oder was? Was? Weißt du wirklich nur, weil der Typ gegen uns geflogen ist? Der lebt sogar noch. Nee, doch nicht. Hallo, nicht anfassen. Oh
kommt ihr denn alle jetzt her, Mensch? Ist ja nicht mehr normal. Kommt ja schon wieder einer. Ich höre euch noch keuchen. Okay, der braucht ein bisschen länger. Oh Mann, ey. Was ist falsch mit euren Köpfen, ey? What the fuck? Ja, geil. Das ist nochmal so zu machen. Überraschung. Entwürfe. Wir können neue Waffen herstellen. Ein bisschen Sachen. Jetzt, wir laufen jetzt erstmal hier hin. Hallo, hallo. Hallo, nicht anfassen. Cool, dass wir auch können. Hätte ich nicht gedacht. Aber passt, cool. Kommen wir jetzt hier schon lang. Und wir haben es geschafft, juhu. Und wir schlagen die Tür auf, weil wir es können. Willst du handeln? Ja, komm her. Gib mir geile Sachen. Gib mir den besten Scheiß. Batterieblechdosen, Chemikalien. Haben wir jetzt schon alles? Medipacks nehmen wir mit. Den Rest brauchen wir nicht. So, hier habe ich wieder was für die... für den Abfalleimer, würde ich schon sagen. Was haben wir denn hier? Schauen wir nochmal durch. Mull. 152. Wie viele Millipicks kann ich machen? Alkohol. 212. Der Wasser irgendwie 60. Den brauche ich nicht. Metallteile 711. Was soll ich mit dem ganzen Scheiß machen, ey? Ganz ehrlich. So, wo ist der gute Spike? Ich habe noch ein paar Pakete für ihn. Komm her. Na, nur viel. Schade, nicht sehr viel bekommen, aber was soll's. Jetzt so. Ich kann auf jeden Fall dort verkaufen. Was hast du jetzt noch was Tolles für uns? Scheint nicht so, okay. Die Auswahl ist sehr mager geworden. Und dieses scheiß Schild kann man wieder mal nicht verkaufen, aber wir können es ablegen. Immerhin. Ja, Schild weg. Das brauchen wir auch nicht. So, was können wir bei uns behalten? Ja gut, da würde ich sagen, das war's für die Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es immer heißt, Dying Light mit 4 Robo. Hahaha. Na ja, ist schon ein Slogan. Also, haut rein. Ciao.